Elra fragt Peetsmeet: Gab es mal etwas in eurem Leben, das ihr in den ersten Momenten mega gefeiert habt, das euch aber schon nach allerkürzester Zeit so richtig auf den Keks gegangen ist? Ich kann mich da ehrlich gesagt an nichts Genaues erinnern. Mein Tamagotchi. Früher, als ich das erste Mal eins bekommen habe, fand ich mega nice. Ich hatte wirklich so ein kleines offizielles Tamagotchi-Ding. Und dann habe ich das gefüttert und so, fand die Idee mega cool, aber es hat nicht lange gedauert, bis mich das mega angekotzt hat und ich überhaupt nicht verstanden habe, warum das überhaupt jemand cool finden kann. Deswegen Tamagotchi. Also wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich an nichts erinnern, was ich mega gefeiert habe, was mir anschließend total auf die Nerven ging. Muss ich leider genauso sagen. Also bis jetzt war es meistens so, dass wenn ich Sachen gefeiert habe, ich die nachher auch richtig geil fand und dann fand ich sie halt gut. Also muss ich die Frage leider mit Nein beantworten. Mir fallen zur WM 2010 die Vuvuzelas ein. Die fand ich am Anfang nämlich witzig mit dem und irgendwann ging mir das doch etwas tierisch stark auf den Sack. Fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Wenn ich bestimmt noch sehr, sehr lange nachdenke, fällt mir bestimmt auch noch irgendwas ein, aber das ist mir als erstes eingefallen. Das sagt man ja. Ja, liebe Leute, da ist die Antwort doch sehr eindeutig. Es kann nur Sammy sein. Am Anfang süß und knuddelig und später nervig und trollig. Nein, Quatsch. Sammy ist natürlich immer noch süß und knuddelig. Ich glaube, aktuell fällt mir als gutes Beispiel dazu ein Evolve. Am Anfang war ich sehr, sehr gehypt von diesem Spiel, habe aber sehr schnell dann das Interesse dran verloren und war dann irgendwann auch nur noch genervt von dem Spiel, weil in-game waren nur Fehler und keiner hat es gespielt und hat irgendwie nicht so richtig gebockt langzeitmäßig und es ist mir richtig auf die Nerven gegangen, weil man alles Mögliche kaufen musste. Uiuiui, mit Sicherheit. Wahrscheinlich diverse Fußballspiele. Aber, boah. Also ich versuche mal so ein bisschen mich zu erinnern. Musikgruppen? Eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, welche ich jetzt total gefeiert habe, die mir jetzt irgendwie, oder die mir dann total um den Sack gegangen ist. Filme. Oh ja, schon von ewig vielen enttäuscht worden. Spiele? Ebenso. Filmspiel. Eigentlich im Unterhaltungsbereich am meisten. Ist ja total abgefahren. Ja. Spiele, Filme. Bei Spielen auch. Diverse MMOs. ich glaube, da haben wir schon mal eine Frage beantwortet. Könnt ihr euch da angucken, welche Spiele ich am schlechtesten fand. Bei Filmen solche Dinger wie The Village oder so. Ich fand das so entkacke einfach nur. Ich fand den Trailer ganz cool und als ich dann im Kino gesessen habe und dann eine halbe oder eine Dreiviertelstunde vorher bekannt wird, dass es die Dorfbewohner selber sind, da kam ich mir richtig verarscht vor. Genauso wie Indiana Jones 4. Da habe ich, also ich habe noch nie so einen Kampf gegen Verlasse das Kino geführt, wie in diesem Film. Niemals. Ich glaube, das ist so einer der wenigen Filme, in denen ich im Kino laut geworden bin. Weil normalerweise kann ich das im Kino nicht leiden, wenn irgendwie Leute da laufend reinschreien. Also wenn man mal irgendwie ein paar Leute von sich gibt, ist ja kein Ding, aber irgendwie, es gibt ja diverse Leute, die da irgendwie jede Szene kommentieren müssen. Und ich glaube, in dem Film habe ich dazugehört. Scheiße. Ja, also sehr viel aus dem Unterhaltungsbereich.